Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Zeit ist nahezu alles digital, alles ist digital verknüpft und gerade im Thema Outdoor-Bereich bereiten sich viele darin vor, indem sie sich einfach irgendwelche Filme anschauen auf irgendwelchen Videoportalen oder vielleicht sogar irgendwelche Actionfilme, um sich so auf das Leben draußen vorzubereiten. Das mag nicht schlecht sein, aber im Worst-Case-Szenario, wo der Strom ausfällt, steht man dann da, man hat vielleicht einiges an Wissen angesammelt aus diesen ganzen Filmen, aber das Ganze dann wirklich anwenden zu können, ist dann noch mal eine andere Geschichte und sich vor allen Dingen an die ganzen Sachen erinnern zu können, ist wirklich schwer. Aus diesem guten Grund hat man bereits vor Jahrtausenden angefangen, einfach die Sachen, die man gelernt hat, niederzuschreiben. Genau darum soll es heute gehen. Ich möchte euch einige Bücher vorstellen, die ich mir durchgelesen habe. Und ja, meine Meinung dazu gibt es heute. Viel Spaß beim heutigen Film. So, das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Katastrophenalarm. Das ist ein Buch vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das kann man sich kostenlos bestellen. Und hier sind sehr interessante Informationen drin, wie man eine gute Vorsorge treffen kann für den eigenen Haushalt. Sei es zum Beispiel ein Hochwasser, ein Brandfall etc. oder auch Stromausfälle, Lieferengpässe bei den Lieferanten von Lebensmitteln und sowas alles. Und all das wird hier drin wirklich sehr gut beschrieben. Es gibt hier im Inneren noch eine persönliche Checkliste. Auch da sind nochmal verschiedene Sachen aufgelistet, was man auf jeden Fall zu Hause haben sollte. Und man kann mithilfe dieser Checkliste halt prüfen, habe ich genug von dem und dem da. Hier steht zum Beispiel jetzt Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, verschiedene Sachen. Ein unglaublich guter Helfer, der einem dabei helfen kann, einen kleinen Notvorrat anzulegen, mit dem man halt, ja, ich sag mal, bis zu 10 Tage überleben können sollte. Wobei es hierbei natürlich nicht nur um Nahrung geht, sondern auch zum Beispiel um Decken, um Kleidung etc. Also, wie gesagt, das Buch ist kostenlos und sollte wirklich eine Pflichtlektüre in jedem Haushalt sein. Einfach, weil an viele Sachen erinnert wird, wo man selber vielleicht gar nicht daran denkt. Und man hat halt einen wirklichen Plan, nach dem man vorgehen kann, um sich einen kleinen Notvorrat anzulegen. Empfehle ich auf jeden Fall. Wenn man jetzt nach Büchern für den Bereich Bushcraft sucht, wird eines immer empfohlen, und zwar das Bushcraft 101, beziehungsweise es gibt auch von mehrere Bücher. Ich habe hier zwei verschiedene Varianten von meiner Tochter geschenkt bekommen, also Bushcraft 101 sowie Advanced Bushcraft. Und die Bücher sind geisteskrank. Also wirklich, ich habe sie wirklich nicht komplett gelesen, weil es eine unglaubliche Menge an Informationen ist, weil hier wird auf alles eingegangen. Wie baue ich mir eine Notunterkunft? Wie baue ich mir Fallen? Wie kann ich mir Wasser keimfrei machen. Wie bereite ich ein Feuer vor? Also alles, was ihr so von den großen Kanälen kennt, ist im Endeffekt hier in Buchform voll vorhanden. Und egal, wo ihr schaut, das ist wirklich eines der Bücher, was immer und immer wieder empfohlen wird. Es ist sehr gut geschrieben. Von Dave Canterbury sind beide Bücher. Ich glaube, die anderen Bücher sind auch alle von Dave Canterbury. Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, die Bücher habe ich von meiner Tochter damals geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und ich habe mich unglaublich darüber gefreut, weil ich bin in der Beziehung ein bisschen doof. Also ich hatte das schon ewig lange auf meiner Wunschliste. Und das Problem war halt die Dicke. Also wir haben hier über 300 Seiten an Informationen, beziehungsweise das Ganze sogar zweimal. Bei den anderen Büchern, die kommen halt auch noch dazu. Und das hat mich so ein bisschen abgeschreckt. Ich sag mal so, ein Roman wie zum Beispiel, ich habe auch Herr der Ringe gelesen oder Game of Thrones habe ich angefangen zu lesen. Das sind halt wesentlich dickere Bücher, aber da hat man so eine Geschichte, die man verfolgt. Und hier war es so, ich habe mir gedacht, man muss das ganze Buch lesen, um das Ganze zu verinnerlichen. Und Gott sei Dank habe ich die Bücher geschenkt bekommen, weil es ist einfach so, das Ganze ist ja in einzelne Themengebiete unterteilt und man liest sich halt das durch, was einen interessiert. Und vieles, was darin steht, hat man schon mal irgendwo gesehen, aber hier ist es halt in schriftlicher Form komplett niedergeschrieben und das ist eine unglaubliche Hilfe. Vor allen Dingen kann man sich das wirklich mal in seinen Fluchtrucksack reinpacken, in seinen Notfallrucksack oder ins Auto reinschmeißen oder
Wenn man wirklich abends gerne im Bett liest, anstatt, was weiß ich, auf dem Tablet irgendwelche YouTube-Videos zu schauen, dann sollte man sich das Buch hier zu Herzen nehmen, weil man lernt unglaublich viel daraus. Und auch ich habe mich da jetzt reingelesen in verschiedene Kapitel, habe immer so durchgeschaut, immer so durchgeblättert, jetzt nicht Seite für Seite, sondern einfach mal geschaut. Ah, okay, das klingt gut, das lese ich mir mal durch. Da wird zum Beispiel jetzt gerade erklärt, wie man sich verschiedene Anker selber bauen kann. Oder Heringe, nicht Anker. Heringe fürs Zelt beispielsweise. Oder wie ein Kompass funktioniert. Also hier geht es wirklich um von Basics bis hin zu Fortgeschritten. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die beiden Bücher kennt und sich das wirklich zu Herzen genommen hat, man es wirklich gelernt hat, was hier drin steht, dann kommt man draußen schon ziemlich gut klar. Natürlich geht nichts über die Praxis. Man muss auf jeden Fall rausgehen, das Ganze auch mal praktisch anwenden. Aber ich finde es besser, wenn man das liest und sieht. Das ist die beste Methode, um etwas zu lernen. Also indem man verschiedene Lernprozesse miteinander kombiniert, zum Beispiel sehen und hören. Und wenn ich jetzt zum Beispiel viele Filme gesehen habe, wo es um das Thema geht und ich habe es gleichzeitig nochmal gelesen, dann habe ich verschiedene Rezeptoren im Gehirn angeschmissen, die halt das Lernen der ganzen Geschichte wesentlich vereinfachen. Weil wenn man dann in eine Notsituation kommt, dann erinnert man sich vielleicht an eine Szene aus dem Film. Und dann denkt man sich, okay, wie ging das jetzt nochmal? Und dann erinnert man sich aber gleichzeitig an das Buch. Und so kann man auf jeden Fall wesentlich besser lernen. Und wenn man das Buch in der Tasche hat, ist das Coole halt, wenn ich es tatsächlich nicht mehr wissen sollte aus irgendeinem Grund, kann ich nochmal schnell nachschlagen, lese es mir durch und bin auf der sicheren Seite. Was mir ebenfalls sehr oft empfohlen wurde, war ein Buch über Pflanzen bzw. über essbare Pflanzen. Es gibt natürlich jede Menge Bücher über solche Pflanzen, auch Nutzpflanzen, die man zum Beispiel verwenden kann, um Feuer zu machen oder um Sachen zu reinigen, etc. Aber das hier, essbare Wildpflanzen, wurde mir ebenfalls sehr, sehr oft empfohlen. Das ist jetzt hier vom Weltbild Verlag. Und da ist das Schöne, die ganzen Pflanzen, die werden halt mit einem Foto direkt gezeigt, sodass man halt schauen kann, ah, okay, ist das jetzt die und die Pflanze wirklich? Es gibt auch so Detailzeichnungen, wo das Ganze nochmal aufgebaut wird, bis hin zum Kopf der Pflanze, weil bei Pflanzen ist halt der Nachteil, ähnlich wie bei Pilzen, manche sehen sich halt unglaublich ähnlich. Der eine kann super gut sein, der andere ist tödlich. Und es ist halt ganz gut, wenn man dann so eine Lektüre dabei hat, wo man halt nachschauen kann, was für Pflanzen gibt es überhaupt, beziehungsweise was für eine Pflanze könnte das sein. Auch da gibt es natürlich mittlerweile zum Beispiel Handy-Apps. Da fotografiert man eine Pflanze und in der App wird dann direkt angezeigt, was das für eine Pflanze ist. Ist sie gut? Ist sie schlecht? Was kann man damit machen? Aber auch da ist es so, die App ist nicht hundertprozentig treffsicher. Sie ist wirklich gut, aber sie ist halt nicht hundertprozentig treffsicher. Aber auch hier gehe ich wieder vom Worst-Case-Szenario aus. Was ist, wenn der Akku leer ist? Dann stehe ich da, habe überhaupt keine Hilfe mehr. Und mit so einem Buch, da geht der Akku nicht leer. Jederzeit kann ich einfach reinschauen und ich lasse das jetzt einfach mal so schnell durchblättern, dass ihr mal ein bisschen Eindruck davon bekommt, wie viele Pflanzen da beschrieben sind. Also egal, wo man hinschaut, es sind Fotos zu den Pflanzen zu sehen, es sind Zeichnungen zu den Pflanzen zu sehen und es sind sehr ausführliche Erklärungen zu den Pflanzen zu sehen, wo es dann darum geht, zum Beispiel um die Inhaltsstoffe, um die Heilwirkungen, Verwendungen in der Küche. Also wirklich, wie gut muss ein Buch sein, damit man es liest? Das hier ist es auf jeden Fall. Ergänzend zusammen mit diesem Bushcraft 101 hat man für draußen eine Mega-Lektüre. Wenn man sich das durchliest, ist man auf jeden Fall wesentlich cleverer, als wie man es vorher ist. Für den Haushalt halt das Buch noch dazu. Und dann ist man sehr, sehr gut gewappnet und man kann halt unheimlich viel daraus lernen und ein ungeheures Wissen aufbauen. Was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, weil ich den Typen eigentlich ziemlich cool finde, die Bücher von Reini Rossmann. Also der hat ja auch schon mehrere Bücher rausgebracht, genauso wie, ich glaube, Sacchi hatte auch mal Bücher rausgebracht, da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber Reini hatte das Buch bei sich auf dem Kanal vorgestellt. Auch hier geht es darum,
ja, verschiedene Arten Feuer zu machen oder Unterkünfte zu bauen, einen Wasserfilter selber zu bauen oder wie man sich zuerst vor Kälte schützen kann, etc. Wie man Lebensmittel findet, wie man, ich glaube, Fallen bauen war hier auch ein Thema, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber das ist tatsächlich eines der Bücher, die ich mir gekauft habe und also der Outdoor-Bücher, die ich mir gekauft habe und die ich komplett durchgelesen habe. Weil das hier geht locker flockig von der Seele, hat nur 160 Seiten. Ihr seht, dass das Ganze ist so in einzelne Punkte untergliedert und die Punkte sind kurz und knapp und man fängt quasi an zu lesen und dann auf einmal ist man schon beim nächsten, dann beim nächsten, beim nächsten. Das Ganze baut halt aufeinander auf und ich fand es wirklich sehr, sehr gut zu lesen. Von den Informationen, die transportiert werden, würde ich sagen, man geht schon davon aus, oder Reini Rossmann geht halt davon aus, dass man schon ein gewisses Basiswissen besitzt. Bei dem Bushcraft 101 ist es wirklich so, da wird für den letzten Super-DAU ganz genau erklärt, wie es geht. Hier wird es nicht so ganz genau erklärt, aber wie gesagt, wenn man schon ein bisschen Wissen mitbringt, ist dieses kleine Buch völlig ausreichend, um die schwierigsten Situationen überstehen zu können. Und wenn ihr den Unterschied seht, das ist nur halb so dick, heißt halb so viel Gewicht, sehr empfehlenswert. Und dann gab es dazu noch diese 10 Survival-Regeln. Survival-Regeln. Auch hier geht es darum, ja, wie gesagt, die von Reini Rossmanns Meinung ausgehend, die 10 wichtigsten Regeln, die man beherzigen sollte, wenn man Outdoor unterwegs ist. Und das war nur ein kleines Beiwerk. Ich weiß nicht genau, entweder war das komplett kostenlos bei dem Buch dabei oder es kostete wesentlich weniger, weswegen ich die beiden gleich zusammengekauft habe. Auch hier ist es so, ich kann die beiden Bücher wirklich sehr empfehlen. Wie gesagt, es geht locker flockig von der Hand. Das sind zusammen 130 war das eine, also vielleicht 200 Seiten zusammen in recht großer Schrift, sage ich mal, mit vielen, vielen Freiräumen dazwischen. Das seht ihr jetzt hier zum Beispiel. Da ist es also nicht so, als wenn man einen 200-Seiten-Roman durchlesen würde, sondern an reinem Text in 12-Punkt-Schrift, wie man es normalerweise macht, oder vielleicht 11-Punkt-Schrift, wären es vielleicht so 70, 80 Seiten, die man sich durchliest. Und ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Bringt einen auch unglaublich weiter. Sind sehr günstig. Reini Rossmann, sehr erfahrener Kollege aus Österreich, der auch einen wirklich grandiosen Kanal hat. Auch die Bücher kann man auf jeden Fall empfehlen. Und zu guter Letzt habe ich noch etwas gefunden und zwar nennt sich das das Drei-Punkte-Buch. Ich weiß gar nicht, ob das Norma, Lidl, Penny, keine Ahnung, wo ich die gefunden hatte. Die Bücher, die kosteten 1 Euro. Ne? Das ist echt ein Witz. Steht da der Händler drauf? Nee. Aber 1 Euro kostete das Buch. Und da gibt es halt verschiedene Früchte der Bäume und Sträucher, Heilpflanzen, Bäume und Sträucher, Pflanzen am Wegrand, Pflanzen des Waldes, Blüten der Bäume und Sträucher und Frühling im Wald. Es gab noch jede Menge mehr, also zum Beispiel über Vögel, was es für verschiedene Vogelarten hier bei uns in heimischen Wäldern gibt, etc. Aber gerade das Thema Outdoor, Nahrung und Heilmittel, Pflanzen, sage ich mal, hat mich sehr interessiert. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, das waren jetzt 2, 4, 6, 7 Bücher zusammen für 7 Euro in dem Fall. Und auch hier ist es so, sehr große Bilder, wo man halt sehr gut erkennen kann, was es ist. Hier Haselnuss, okay, da sind natürlich Sachen dabei. Die meisten davon hat man auf jeden Fall schon mal gesehen. Viele davon sollte man auch kennen. Aber ich habe mir gedacht, mein Gott, für die 7 Euro nehme ich es mir auf jeden Fall mal mit. Ich muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich mir die gekauft hatte, weil die habe ich jetzt seit 2014, 2015, also das ist Ewigkeiten her, wo ich mir die gekauft hatte. Und als ich die gekauft habe, hatte ich das hier noch nicht. Wobei ich dazu sagen muss, in dem Buch hier wird es halt unglaublich gut erklärt. Die Fotos sind fantastisch. Man lernt sehr viel aus diesem Buch. Aber auch hiermit kann man halt schon sehr viel anfangen, weil ich halt schön finde, dass das Ganze hier unterteilt ist. Also man hat direkt Heilpflanzen, man hat die verschiedenen Themengebiete und es sind halt überwiegend Pflanzen, die auch hier bei uns in, ich sag mal, Mitteleuropa vorkommen, weshalb
ich mir gedacht habe, das kaufe ich mir. Und falls es die nochmal gibt, da gab es auch noch jede Menge andere Themen dazu. Wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, Vögel, dann gab es das mit heimischen Tieren. Was hier nicht dabei ist, sind essbare Wildpflanzen. Ein Buch direkt darauf zugeschnitten wäre halt geil gewesen. Wobei ich dazu sagen muss, hier drin steht auch bei vielen dabei, ob sie jetzt gerade essbar sind oder ob sie eher nicht essbar sind, beziehungsweise zu welcher Jahreszeit man sie essen kann. Weil das ist ja auch so ein Ding, gerade bei essbaren Pflanzen. Nur weil die essbar sind, heißt das nicht, dass man die im Winter genauso gut essen kann wie auch im Sommer. Da muss man schon auf die Jahreszeit achten. Das ist aber in dem Buch hier auch sehr gut beschrieben. Deswegen auch eine Empfehlung. Und was ich persönlich noch sehr, sehr cool finde, ist ein Geschenk von meiner Frau. Und zwar ist das einfach ein ganz persönliches Notizbuch. Hier kann man sich entweder vor der Tour bereits Notizen machen, worauf man achten sollte. Ich habe es zum Beispiel genutzt bei meiner Europareise, wo ich um die Alpen herum bin, habe mir immer wieder Notizen gemacht, wo bin ich jetzt gerade, wie lange habe ich gebraucht, wie lange war der Aufenthalt und sowas alles, damit ich das später für den Videoschnitt noch verwenden konnte. Wichtig ist aber natürlich auch, wenn man zum Beispiel so eine Art Tagebuch führt, dann ist so ein privates Notizbuch wirklich, wirklich Gold wert, weil es einfach hilft, die Erinnerungen an das Erlebte besser vertiefen zu können, also oder besser wieder zurückholen zu können. Natürlich kann man sich auch einen Film anschauen, da sieht man dann, ich sag mal, in komprimierter Art und Weise das Ganze, was geschehen ist. Aber wenn man sich Notizen dazu gemacht hat, dann erinnert man sich sogar an diese Situation zurück, wo man vielleicht abends im Schlafsack gelegen hat und hat dann auch ein paar Notizen gemacht. Finde ich unglaublich wichtig und ist halt auch immer eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Und in dem Sinne auch vielen Dank für dieses Notizbuch hier. Und das waren meine kleinen Highlights. Natürlich gibt es noch wesentlich viele andere Bücher, die sich ebenfalls sehr gut mit dem Thema befassen. Aber ich habe wirklich lange Zeit recherchiert, um zu schauen, was ist jetzt gut, was ist nicht gut. Und ich habe auf die Leute gehört, habe mir diese Bücher gekauft und tatsächlich ist nicht ein einziges davon ein Fehlschuss gewesen. Jedes ist interessant. Das hier sollte auf jeden Fall jeder haben. Also allein schon, weil es kostenlos ist, ihr braucht noch nicht mal das Porto zu bezahlen. Das sollte auf jeden Fall jeder zu Hause haben, weil es ist wirklich Gold wert und es kann wirklich Leben retten. Und das sage ich jetzt nicht nur einfach so aus Jux und Dollerei. Das ist einfach so. Fragt bei Verwandten Bescheid, die vielleicht bei der Feuerwehr sind oder beim THW oder auch von mir aus bei der Polizei. Und garantiert wird euch jeder sagen, ja Leute, wenn ihr das haben könnt, dann holt es euch. Es macht einfach Sinn. Das auf jeden Fall. Bushcraft 101 ebenfalls Gold wert. Die kleinen Bücher hier, allein schon wegen der Packgröße, finde ich das ultra stark. Die sind recht schnell durchgelesen, weil es halt sehr kleine, dünne Bücher sind. Essbare Wildpflanzen, etwas, was man auf jeden Fall zum Beispiel in den Fluchtrucksack oder in den Campingrucksack dabei haben sollte, wenn man eine längere Tour macht, kann ebenfalls unglaublich hilfreich sein. Die Bücher von Reini Rossmann empfehle ich, weil man sich damit schon mal ein gutes, rundes Wissenspaket aufbauen kann. Das waren, wie gesagt, meine Highlights zum heutigen Tage. Ich denke, das Thema Bücher wird hoffentlich nicht aussterben. Also wir sind jetzt gerade so an, meiner Meinung nach, an so einem Wendepunkt, wo das Thema Bücher immer mehr und mehr in den Rückraum gerät, immer mehr vernachlässigt wird. Ich meine, heutzutage wird selbst in den Schulen schon mit iPads oder mit Laptops gelernt. Und ja, ob das der richtige Weg ist, ich wage es zu bezweifeln, weil hier hat man wirklich sehr wichtige Informationen, die man auf unglaublich lange Zeit irgendwo hinstellen kann, ohne dass sie kaputt gehen. Natürlich bei einem Hausbrand oder sowas würden auch die zerstört werden, aber gerade digitale Medien, ihr wisst es, ich bin Informatiker und bin auch in dem Beruf tätig. Gerade digitale Medien haben ihre deutlichen Schwächen, die man hierbei nicht hätte. Und wie gesagt, hier ist der Vorteil, man schaut schnell mal rein oder schaut ins Inhaltsverzeichnis, was suche ich gerade? Ah, okay, Signalisierung, Seite 112, bam, Thema gegessen. Wenn ich mir jetzt einen Film anschaue, der 1,5 Stunden geht und ich will wirklich nur wissen, ja, wie ging das denn jetzt mit dieser Signalisierung, dann kann ich zwar skippen vor und zurück und auch schnell vorspulen, Schnelldurchlauf machen, irgendwas, aber man sucht sich dumm und dämlich, bis dass man das gefunden hat. Hier geht man ins Inhaltsverzeichnis, zack, bumm, fertig.
Wobei ich natürlich nicht sagen will, dass diese ganzen Filme Blödsinn sind. Ich denke wirklich, diese Kombination aus Filmen und Büchern, das ist so die perfekte Lernmethode. Und das war es zum heutigen Thema. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Bücher ihr noch empfehlen könnt. Das ist wirklich eine Sache, wo ich wirklich, wirklich hinterher bin. Also auch da werde ich mir so eine kleine Bücherei zusammenstellen. Ich habe noch einige andere Bücher, die ich jetzt nicht vorgestellt habe, weil sie vom Kontext her sehr ähnlich sind. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch so interessiert, beziehungsweise welche Bücher ihr da empfehlen könnt, weil ich da immer auf der Suche bin nach neuer Lektüre. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.